Es ist einer der größten What-Ifs in der Formel-1-Geschichte. Am 1.5.1994 veränderte sich die Formel-1-Welt dramatisch. Es fand der große Preis von San Marino in Imola statt. Doch schon einen Tag vorher, am Samstag, verlor die Formel-1-Welt mit Roland Ratzenberger schon einen Fahrer. Mitte der 90er Jahre waren die Formel 1 Sicherheitsstandards bei weitem noch nicht dort, wo sie heute waren. Und das führt mich zu einer ganz großen Frage. Denn was wäre gewesen, wenn Ayrton Senna da Silva damals in Imola nicht verunglückt wäre? Wie erfolgreich wäre Senna denn in der Formel 1 noch geworden? Wäre die Schumacher- und Ferrari-Ehe zustande gekommen? Und wie wären die Sicherheitsstandards dann weiterentwickelt worden? Wie wären sie heute? Die Welt in der Formel 1 wäre bestimmt schon eine ganz andere. Viele Fans sagen, wenn er nie verunglückt wäre, dann wäre er mehrmals Weltmeister geworden und vielleicht ein Michael Schumacher weniger. Es ist nicht einfach zu sagen. Aber ich würde sagen, wir legen los mit diesem What-If. Ayrton Senna. Er gilt als einer der größten Fahrer aller Zeiten. Er hatte unfassbaren Willen und unfassbares Talent. Und er ist definitiv viel zu früh von uns gegangen. Beginnen wir aber mal mit dem Thema, wie erfolgreich wäre Ayrton Senna denn noch geworden, wenn er diesen Unfall niemals gehabt hätte? Natürlich ist das immer so ein Blick in die Glaskugel, weil man weiß es natürlich nie, wie gut er denn noch gefahren wäre. Aber aufgrund dessen, dass er bei einem guten Team war und er natürlich einer der besten Fahrer war, kann man eventuell schon einen Blick riskieren oder so gesehen etwas sagen dazu. Fangen wir aber erstmal mit der Saison 1994 an, in dem Jahr, wo er dann halt verunglückt ist. Beim großen Preis von San Marino, das war das dritte Rennen in dieser Saison, hatte Senna zu diesem Zeitpunkt 0 Punkte. In diesen ersten beiden Rennen davor schied er aus und in Imola weiß man natürlich nicht, wie viele Punkte er dann am Ende genommen hätte. Aber man kann Sicherheit sagen, er hätte höchstwahrscheinlich um die Weltmeisterschaft mitgefahren. In der Realität war es ja ein Duell zwischen Damon Hill und Michael Schumacher, wo sich Michael Schumacher ja dann ganz knapp durchsetzen konnte. Aber ich persönlich glaube, dass Ayrton Senna da durchaus ein Wörtchen mitzureden gehabt hätte. Es ist aber so die Frage, ob Damon Hill dann auch noch um die Weltmeisterschaft gefahren wäre. Denn Senna wäre ja dann die Nummer 1 gewesen bei Williams. Er war ja auch dann die Nummer 1. Und man hätte Ayrton Senna eventuell dann auch bevorzugt. Auch wenn es 1994 vielleicht nicht mit dem Titel geklappt hätte, weil man kann es ja nicht so genau sagen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er mit Williams mindestens einen Titel geholt hätte. Wenn er noch am Leben gewesen wäre, wenn er diesen Unfall nie gehabt hätte, dann wären die Autos natürlich auch komplett anders gewesen, beziehungsweise der Williams hätte sich in eine andere Richtung entwickeln können und andere Fahrer oder andere Teams hätten natürlich auch andere Entscheidungen getroffen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass er mit Williams definitiv noch einen Titel geholt hätte und die Weltmeisterschaft zum Beispiel von Jacques Villeneuve vielleicht gar nicht zustande gekommen wäre, wenn Senna noch in der Formel 1 geblieben wäre. Auch ein Wechsel von Ayrton Senna kann man sich ganz gut vorstellen, wenn es zum Beispiel mit Williams gar nicht so gut geklappt hätte. Ne? Er kam ja zum Beispiel auch von McLaren, er ist ja bei McLaren auch gefahren und es war auch mal ein Gerücht, beziehungsweise viele wollten ihn auch mal im Ferrari sehen. Das sind zum Beispiel zwei Teams, die ich gar nicht so ausschließen würde bei Ayrton Senna, dass er im späteren Verlauf dann noch zu einem oder zu beiden Teams dann gegangen wäre. Und wenn ich Ferrari erwähne, dann denken vielleicht auch viele dann an Michael Schumacher. Wäre die Ehe
zwischen Michael Schumacher und Ferrari denn überhaupt zustande gekommen? Und meine persönliche Meinung ist, ja, sie wäre irgendwann definitiv zustande gekommen. Denn Ayrton Senna wäre vielleicht ein Kandidat gewesen für Ferrari und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er vielleicht irgendwann mal zu Ferrari gegangen wäre, aber noch nicht so früh. Und Michael Schumacher ist ja dann kurze Zeit dann später zu Ferrari gegangen und ich denke nicht, dass Ayrton Senna dann so früh zu Ferrari gegangen wäre. Er hätte Williams dann relativ schnell verlassen müssen oder sonstiges, um dann zu Ferrari zu gehen. Ich denke, Michael Schumacher wäre dann zu Ferrari gegangen und Senna wäre aufgrund dessen, dass Michael Schumacher ja schon bei Ferrari ist, wäre er, glaube ich, nicht zu Ferrari gegangen und es wäre auch nicht unbedingt so im Interesse von Ferrari gewesen, dann Senna mit Schumacher zu paaren. Und es ist dann halt auch eine andere Frage, ob Schumacher und Ferrari dann genauso erfolgreich geworden wären, wie sie es ja in der Realität gewesen sind, die dominanten Jahre. Glaube ich nicht tatsächlich so dran, dass sie so dominant geworden wären. Also Ferrari und Schumacher hätten definitiv zusammen Titel gewonnen. Aber ob es denn so viele geworden wären, das glaube ich jetzt nicht unbedingt so. Natürlich können wir jetzt viel rätseln und viele Thesen aufstellen, wie erfolgreich wäre er denn geworden, wenn er diesen Unfall nie gehabt hätte. Das kann man halt wirklich gar nicht so leicht sagen. Aber was man vielleicht leichter sagen kann, ist der nächste Punkt. Und zwar die Entwicklung der Sicherheitsstandards. Es klingt zwar ein bisschen hart, was ich sage, aber viele Fans sind der Meinung, dass der Tod von Ayrton Senna zu dramatischen Änderungen geführt hat. Und wenn nur Ratzenberger damals gestorben wäre, dann wäre es gar nicht so zu krass dramatischen Änderungen gekommen. Ich weiß, es klingt vielleicht hart, wenn ich das so sage, aber Ayrton Senna war das Aushängeschild, das Zugpferd der Formel 1. Er war das Gesicht. Und als er damals diesen Unfall hatte, das hat alle definitiv aufgeweckt. Das hätte bei Ratzenberger auch schon definitiv der Fall sein sollen. Wie gesagt, beide sind ja innerhalb von eines Tages dann verstorben. Deswegen war da nicht so, also, ne? Natürlich hat man nach dem Unfall von Ratzenberger da auch schon was gesagt und wollte da auf jeden Fall was ändern. Aber der Tod von Ayrton Senna hat da definitiv noch mal ein bisschen mehr dazu gebracht und hat wirklich alle noch mal aufgeweckt. Und die Formel 1 musste dadurch definitiv handeln. Wenn Senna nicht verunglückt wäre, dann ist halt so die Frage, was sich genau verändert hätte. Wäre denn so viel passiert, wie es dann in der Realität passiert ist? Und in unserem Szenario, wenn Ayrton Senna den Unfall nicht gehabt hätte, dann ist ja so die Frage, wie hätte sich das verändert? Und ich bin der Meinung, die Sicherheitsstandards hätten sich vielleicht erhöht oder hätten sich verbessert, aber nicht genug. Und dann ist halt so die Frage, wer wäre der Nächste gewesen? Wer hätte den nächsten schweren Unfall gehabt und wäre vielleicht dann tödlich verunglückt? Und es gibt halt auch eine traurige Wahrheit und die ist die. Traurige Wahrheit ist irgendwo auch, dass erst Menschen sterben müssen, damit sich was verändert. Und ich denke, das wäre in diesem Szenario auch der Fall gewesen. Nur ist die Frage, wenn Senna nicht gestorben wäre, welcher Fahrer hätte es dann erwischt? Es wäre höchstwahrscheinlich dazu gekommen, denn so ist halt die Menschheit auch irgendwo so ein bisschen, wenn Menschen sterben, müssen erst, oder beziehungsweise es müssen erst Menschen sterben, damit sich viel verändert, gerade bei den Sicherheitsstandards. Und Mitte der 90er Jahre war die Unfallrate natürlich wesentlich höher, als sie heutzutage der Fall ist. Ohne Sennas Tod wären diese schnellen und wichtigen Sicherheitsveränderungen, wie zum Beispiel die Reifenstapel, nie oder erst viel später zum Standard geworden. Man kann zu diesem What-If definitiv sagen, dass Senna einer der besten gewesen wäre, den dieser Sport jemals gesehen hätte. Wenn er diesen Unfall niemals gehabt hätte, dann hätte er deutlich mehr Siege noch holen können, Pole Positions und natürlich auch WM-Titel. Doch die Sicherheit wäre erst viel später besser geworden und viele wären vielleicht noch gestorben bzw. verunglückt. Auch eine Karriere von einem Michael Schumacher, einem Lewis Hamilton und einem Sebastian Vettel wären durch das Weiterleben von Senna definitiv anders geworden. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass es gut ist, dass Senna verstorben ist, aber
es hätte deutlich alles anders werden können, als es jetzt in der Wirklichkeit so ist. Denn Senna hat eine riesige Rolle bei so vielen Fahrern und halt auch in der Formel 1 Welt gespielt. Ja, Leute, dieses Video ist tatsächlich eines der schwierigeren, finde ich, denn es gibt hier sehr, sehr viel Gesprächspotenzial, sehr, sehr viel Diskussionspotenzial. Deswegen, wenn ihr da noch was dazu habt, könnt ihr sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung. Es ist halt ein fiktives Szenario. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Meinung, wie ich ja schon sagte, in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und bis auch beim nächsten Mal wieder mit bei. Und ich sage, ciao und bis dann.